Was geht YouTube und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Boost Company. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht schon die Wahnsinns-Location. Motti, was machst du denn da? Ich glaube, der ist komplett dreckig. Okay, schon gleich erstmal am Anfang komplett die Show gestohlen. Okay, ihr seht schon, wir sind heute unterwegs. Wir sind beim Boost Beats Burger. Laura ist übrigens hinter der Kamera. Hello. Das ist einfach eine Mega-Location, denn ihr seht das. Wir sind hier am Strand, wir haben das Wasser hier, da oben stehen die Autos. Ich blende euch mal so einen kleinen Überschwenker ein. Hier sind richtig, richtig krasse Autos am Start. Und wir sind ja beim ersten Tuning-Event nach Corona. Oder mit Corona. Mit Corona, stimmt, ist noch nicht vorbei. Komplett crazy. Dieser Hund dreht so durch. Das ist Yannicks Hund. Ihr kennt Yannick wahrscheinlich. Ich freue mich so. Ihr kennt auf jeden Fall Yannicks. Er ist 3. Genau. Ich freue mich einfach so, meine Boys hier wieder zu sehen. Das heißt, wir sind hier mit Dennis, mit Arthur und mit Yannick. Also zweimal RS3, einmal S7. Das sind absolut kranke Autos. Wir haben es zum Glück auch hergeschafft mit unserem GTI. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gucken uns einfach die Location mal ein bisschen an. Der Hund dreht hier noch ein bisschen am Wasser durch. Weil es einfach so schön ist. Es ist doch einfach einer der schönsten Hunde, die man so kennt, oder nicht? Ich meinte die Location, aber der Hund ist auch sehr, sehr schön. Also, Yannick putzt da oben gerade sein Auto. Also, ob sich das so lohnt? Irgendwie komplett crazy, ey. Okay, meine Freunde, der Hund springt ins Wasser. Wir springen am Ende dieses Tages definitiv auch ins Wasser. Wir haben die Badehose eingepackt. Was gibt es denn Besseres, als an so einem geilen Tag da mal ins Wasser zu gehen? Ihr zieht euch jetzt hier erstmal ein paar Autos rein. Wir machen so ein Mini-Carporn erstmal von den Autos, die hier schon stehen. Und am Ende wird das noch was zu sein. Top 3 Autos. Genau, ich finde nämlich so ein Carporn einfach nur so ein bisschen langweilig, wenn man das immer macht. Klar ist das ganz cool für die Leute, die ihre Autos da präsentieren wollen. Aber ich glaube, da sind heute genug andere Leute mit Kameras dabei. Wir wollen einfach mal einen geilen Tag hier zusammen haben und deswegen gucken wir uns das jetzt an. Am Ende seht ihr meine Top 3 der Autos. Wir gehen da mal ein bisschen rum, filmen die ab. Ich erzähle ein bisschen was dazu. Ich denke, die Besitzer werden immer hier in der Nähe sein. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen quatschen mit denen. Was gibt's zu sagen, außer Porn ab. So, meine Freunde, ihr kommt aus dem Carporn. Wir haben uns direkt das erste Auto geschnappt von meiner Top 3 von diesem Treffen. Kann man ihn schon sehen, Laura? Ja. Es ist nämlich ein Audi A5, der komplett, wir sehen es schon, eine Liberty Walk Verbreiterung drauf hat. Das ist wirklich, wirklich krank. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera so rüber. Man sieht ja schon, wir fahren hinten 12 J-Felgen, also die sind richtig, richtig breit. Wir haben hier einen 295er Reifen drauf und man sieht, wir haben so viel Stretch da drauf, dass trotzdem hier noch fast ein Finger zwischen Felgenkante und den Reifen passt. Da muss man schon echt viel Arbeit reinstecken, um das so hinzubekommen. Die Leute, die sich jetzt nicht so damit auskennen mit diesen ganzen Liberty Walk Verbreiterungssachen, es ist hier zum Beispiel so, dass wir dieses Auto zerschneiden müssen, um so eine Verbreiterung hier dran zu machen. Denn sonst kommen wir mit dem Rad nicht so weit nach oben, dass wir den so versenkt kriegen. Ich hoffe, Laura konnte das einmal filmen von außen. So wird dieses Auto hier einmal aufgeschnitten quasi. Und da das dann natürlich nicht so schön aussieht, kommen hier diese Verbreiterungen dran. Schön groß. Und so können wir hier so eine extrem breite Felge fahren. Wenn ihr euch das mal so ein bisschen vergleicht, so ein Standard GTI zum Beispiel, der ab Werk kommt, hat eine 7,5er Felge drauf von der Breite. Und das sind halt, wie gesagt, 12er Felgen. Vorne natürlich dasselbe Spiel. Nur, dass wir vorne nicht so breit gehen können. Vorne haben wir 9,5er Felgen drauf. Aber ihr seht ja, an dem Auto ist auch noch ein bisschen mehr verändert. Der ist komplett foliert in Candyrot und dazu auch angepasst, zum Beispiel die Felgenbetten. Also das ist alles ziemlich, ziemlich stimmig gebaut, sodass sich alles so ein bisschen widerspiegelt. Ich finde das Auto auch sehr gut. Was mir am besten gefällt oder was ich auch als Highlight so sehe, ist einfach, dass die Sticker auch in der gleichen Folie... Hinten auf der Heckscheibe, ja? Ja, das meinst du? Cool, das ja. Finde ich, das ist das, was ich gesagt habe. Aber auch hier vorne schon, ne? Stimmt, genau. Das ist das, was ich sage zu diesem ziemlich stimmig gebaut. Wenn ihr euch anguckt, das ist dieselbe Folie, dieselbe Farbe, der Aufkleber ist hier auf dem Auto drauf. Wir haben hier jetzt keinen RS-Motor, wir haben hier nur 2 Liter TFSI drin, der aber auch ziemlich umgebaut ist schon. Also da sind viele Upgrade-Sachen drin, viele Verbesserungen, viele neue Generationsstufen, das ist ziemlich gut. Und so wie ich rausgehört habe, kommt da irgendwann nochmal ein Upgrade-Lader. Also ich glaube, Justin hat gerade gefragt, dass er so ein bisschen zu dem Auto erzählen kann. Genau, und ich habe den Besitzer getroffen. Das Gespräch war dann schon sehr ausweichend. Genau, der war ziemlich, ziemlich nett. An so einem Auto ist einfach wieder so viel gemacht und
Da stimmt jedes Detail. Aber was ich da schön finde, ist auch, du merkst es, wenn du mit den Leuten redest, denen die Autos gehören, die haben einfach richtige Liebe dafür. Ne? Die zeigen alles dann so und ich liebe das, mich mit so Leuten zu unterhalten. Die lieben einfach ihre Autos. Das könnt ist ihr einfach pure Leidenschaft. Genau, ne? da steckt einfach dieses Feuer hinter und deswegen haben wir uns auch hier dieses Auto ausgewählt. Ja, es ist nicht normal. Ne? Viele Treffen wurden abgesagt, aber die Veranstalter von Boostbeats Burger haben von Anfang an gesagt, wir wollen dieses Treffen auf jeden Fall stattfinden lassen, wir machen alles möglich. Und jetzt sind wir hier mit 1000 Leuten. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ne? Und wir haben arschgeiles Wetter für Strand, Wasser, geile Location, geile Autos. Die Qualität der Autos ist wirklich sehr, sehr hoch, solltet ihr am Carpon gesehen haben. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr die Farbe gut findet, ob ihr euch das nochmal in einer anderen Farbe vorstellen könntet. Und dann springen wir jetzt zur Auto Nummer 2. So, meine Freunde, da sind wir wieder. Wir haben das nächste Auto, Auto 2 von 3. Wir haben hier ein C-Coupé als AMG. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich geil. Der ist einmal komplett foliert, ihr seht das schon. Ich habe mich schon mit dem Besitzer unterhalten und wir haben herausgefunden, es ist nicht nachträglich aufgeklebt. Heißt also, der Folierer musste sich Gedanken machen, dass diese Streifen direkt passen. Ich hoffe, man sieht auch die anderen in der Kamera. Wir haben hier nämlich nicht nur diese bronzefarbenen Streifen auf dem Auto, sondern die sind hier auch so... Ja, nochmal im etwas helleren Grauton, würde ich sagen, abgesetzt. Ja, wie so ein Schatten von den Streifen. Wirklich sieht ziemlich geil aus. Und ihr seht schon, hier sind die MB-Design-Felgen drauf. Das sind auch Mehrteiler und auch wieder passend zu diesem ganzen Konstrukt sind die auch nochmal in Bronze abgesetzt. Ich liebe das ja, wenn gerade so Felgenbetten mit Tiefbettfelgen nochmal eine andere Farbe haben, das sieht passt auch immer. Hammer aus. Genau, gerade zu so einem Auto. Ne? Und ich finde halt, bei so einem Auto ist das genau richtig gemacht, denn so ein Auto muss immer sehr, sehr hochwertig wirken. Ihr könnt da jetzt nicht mit irgendwelchen Flip-Flop-Lacken rangehen, aber so ein Bronzeton hier, was willst du mehr haben, oder? Also das zieht sich ja durchs ganze Auto und man merkt wirklich, in diesem Auto steckt ein Konzept, was einfach perfekt umgesetzt wurde. Ja, ne? wenn du konzeptlos bist, dann hast du schon komplett verloren. Ne? Ja. Und hier ist wirklich ein Thema durchgezogen, das ist gerade dieses Bronze. Aber wir haben ja auch schön Carbon dabei, ihr seht das. Wir haben hier so ein Ducktail in Carbon. Hier sind auch so kleine Details überall in Carbon. Ein Heckdiffusor, ich liebe das. Das ist wirklich so, so perfekt. Und es gibt einfach einen richtig schönen Kontrast nochmal zu den Matten. Wenn ihr mit nach vorne kommt. Wenn Carbon zu irgendeinem Auto passt, dann so zu so einer Edelkarosse, ja, oder? Ja, gerade zu Mercedes, oder nicht? Auch vielleicht hier, da sieht man auch, die Sticker sind natürlich auch wieder in der gleichen Farbe. Es ist alles Ton in Ton, kann man sagen. Ne? Ja. Und wir haben ja auch zum Beispiel das Brabus Frontschwert, auch wieder natürlich in Carbon, mit dem Diamantengrill. Guckt euch diese Front doch einfach mal von dem Auto an. Es ist wirklich, wirklich krass. Und ihr habt schon gesehen, das Auto ist auf jeden Fall definitiv nicht mit einem Serienfahrwerk. Also falls Mercedes das Auto so rausbringen würde, wäre das ziemlich krass. Hier ist ein Air Force Luftfahrwerk verbaut, aber natürlich mit einer Airlift-Steuerung, so wie ihr es aus unseren Videos kennt. Wir verbauen ja auch eigentlich immer Airlift. Das passt einfach perfekt, es funktioniert, das System. Auch als 3P, das ist eigentlich wieder das perfekte Auto für dich, oder? Es ist ein Spoiler, es ist ein Mercedes, das hat sie ja die letzten Videos eigentlich immer schon... Den Spoiler habe ich gar nicht so wahrgenommen. Nee? Ich will mal gucken. Ja, aber das ist jetzt nicht ja, also ich finde auch an sich sehr edel und es ist auch wirklich schon so zurückhaltend, aber so elegant, dass es fahren soll. Ja. Vor allem, wir haben schon gehört, es ist die... Laura approved. Damals konnte man verschiedene Abgasanlagen bestellen. Natürlich ist hier die laute Performance-Variante bestellt. Heißt, das Auto hat Serienklang schon. Heutzutage geht es ja immer ein bisschen weiter mit Downsizing und so. Hier haben wir wirklich den Vorteil, es ist noch der große Motor und wir haben auch noch ein 2017er Auto, non-OPF. Heißt, wir haben noch richtig Krawall in dieser Bude. Gerade im Kaltstart hat der Besitzer mir erzählt, da geht auch mal die ein oder andere Alarmanlage an, wenn man den morgens in der Tiefgarage anmacht. Wenn man jetzt so von hier schon in den Innenraum blickt, dann denkt man sich einfach nur so, geiles Auto. Das ist halt wirklich ein Luxusauto. Ein Mercedes, ne? Also wenn man das passende Kleingeld hat, ich meine, wer würde dann nicht so gerne sowas fahren? Ja, also ich denke, es hat auch einen Grund. Wir haben es gesehen, wir waren nämlich, das Video kam am Sonntag, wir waren da in Berlin und ich muss euch echt sagen, Mercedes entwickelt sich so langsam zum Nonplusultra. Also ich habe gefühlt, ich habe es zu Laura gesagt, ich glaube, matt-schwarze AMGs gibt es da an jeder Ecke eigentlich, oder? Ja, also Die kriegst du da wirklich... Um den AMG herum, würde ich sagen. Also, falls ihr AMG fahren wollt, müsst ihr nach Berlin ziehen. Irgendwas sollte da funktionieren. Schreibt mir die Meinung, die ihr habt zu diesem Auto, in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Und dann sehen wir uns bei Auto Nummer 3.
Willkommen zu Platz 1, das schönste Auto auf diesem Treffen. Und mich als alten GTI-Liebhaber ist es natürlich klar, dass es auch ein GTI wird. Es ist vielleicht sogar eins der bekanntesten Autos der deutschen Tuning-Szene, würde ich sagen, Laura, oder? Also ja, es ist, also egal wo wir sind, egal wo wir sind, das Auto ist immer mit am Start, egal auf welchem Treffen, egal auf welcher Messe, es steht eigentlich immer da. Und es ist wirklich krass. Es ist eigentlich alles umgebaut, was man an so einem GTI umbauen kann. Also es gibt einfach nicht mehr viele Teile, die eigentlich so an so einem GTI mit rankommen können. Es ist ein Golf 7 Clubsport, also es ist nicht ein normaler GTI, das kommt noch mit dazu. Und ihr seht schon, wo soll ich anfangen, was soll ich erzählen? Von einer großen Bremse über die Gyro Performance Wheels mit einem Luftfahrwerk. Wir können hier leider nicht ganz so ins Detail gehen bei Ihrem Auto, weil sonst sind wir hier bei einem 40-Minuten-Video wieder. Ja, aber was eben Justin mir gerade beigebracht hat, also ich muss sagen, ich war gerade schockiert, weil alles ist da drauf geklebt. Also genau, das Auto ist nämlich nicht mit einem Digitaldruck foliert. Das denken nämlich viele, es ist kein Digitaldruck. Heißt, wenn ihr jetzt so einen Abschnitt hier zum Beispiel habt, das ist alles einzeln ausgeschnitten und geplottet. Also es ist Folie auf Folie geklebt und das ist eine mega Arbeit. Dafür musst du auch ziemlich viel das Auge haben, weil ihr seht ja auch, es ist alles ziemlich symmetrisch. Findest du denn so ein auffälliges Auto jetzt besser als so komplett schlicht oder würdest du eher sagen, so voll auf die Fresse, voll durchgedreht ist besser? Also voll schlicht finde ich ja meistens besser, aber ich finde das Auto ist auch einfach mega, das ist einfach geil. Es ist einfach krank, vor allem es ist ja auch dann wieder alles so special. Dann kannst du ja sagen, gut, wir machen was mit Rot, Blau, Gold, Schwarz, so mit den Farben. Aber dann auch noch die Eier zu haben, zu sagen, ja, wir machen mal einfach alles in Glitzer, ist schon echt eine krasse Nummer. Also wirklich, diese Folie ist der Wahnsinn. Ich glaube, wenn Justin noch ein paar Bilder einblendet, dann ist es nochmal... Ja, das ist natürlich, da, wenn du so bekannt in der Autoszene bist, hast du natürlich auch krasse Bilder von krassen Fotografen mit am Start. Das Auto wurde auch schon öfter umfoliert. Also da ganz, ganz, ganz am Anfang war nur so ein weiß verlaufende Farbstreifen da drauf. Dann kam die erste Folierung in diesem Design. Und das haben die dann aber Jahr für Jahr weiterentwickelt, immer weiter, bis wir jetzt hier stehen. Und dieses Jahr ist das erste Mal, dass der Blauton mit dabei ist. Aber ich finde, es sieht einfach krass aus. Also ich finde, das auch passt einfach sehr gut. Ich glaube, wir gehen jetzt nochmal zum Kofferraum rein. Ja, also natürlich geht es im Innenraum weiter. Kofferraum, den muss man einfach zeigen, weil es ist nicht nur von außen, es ist nicht nur Felgen, Fahrwerk, Folie und ein i30N, der gerade vom Leistungsprüfstand runterfährt. Wie gesagt, es ist nicht nur Felgenfahrwerkfolie, dieses Auto ist einfach komplett. Egal ob Motor, es ist einfach alles. Schaut doch einfach mal bei dem lieben Thomas bei Instagram vorbei. Da könnt ihr viel, viel noch sehen, gerade zu dem Auto. Da seht ihr immer, wo er unterwegs ist. Er ist wirklich auf den ganzen Treffen überall. Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr das Auto findet. Genau, schreibt und uns nochmal. Ob ihr euch trauen würdet, mit so einer Folie zu fahren. Genau, das würde mich echt mal interessieren, ob ihr euch traut, mit so einem Auto zu fahren, weil ich glaube, da fällst du wirklich komplett auf. Laura, ab zum Innenraum. Natürlich geht das Konzept auch im Innenraum weiter. Was bringt dir das schönste Auto von außen, wenn der Innenraum nicht passt? Es ist halt wirklich ein absolut kranker Messeumbau. Also wir haben hier alles eigentlich passend zum Außendesign vom Auto. Wir haben ja erzählt, das Auto wurde auch öfters schon umfoliert. Das haben die natürlich auch mit in den Innenraum genommen. Also ganz ehrlich, wer fährt so einen Kofferraumausbau? Ihr seht, und an diesem Auto ist einfach... Und das geht da hinten noch weiter, Leute. Ja, also, sogar auf die Recaro-Sitze. Ich meine, sowas können ja Kameras gar nicht einfangen, so geil wie das aussieht. Das, hier das mit der Beleuchtung, wirklich, ne? Gar nicht hin. Ja, aber genau, da ist überall die LED-Beleuchtung und so dabei. Es ist wirklich geisteskrank. Vor allem ist dieses Auto für mich jetzt persönlich so GTI-mäßig die Endstufe. Es ist einfach so gut gebaut und es ist halt alles dabei. Guck mal, jetzt bei uns zum Beispiel sagst du, wir haben Luftfahrwerk drin, jetzt hast du im Kofferraum keinen Platz mehr für einen Soundausbau, beziehungsweise du hast keine Anlage mit am Start und sowas. Und guck dir das an, ey. Du hast hier nicht nur einen krassen Kofferraumausbau im Sinne von, wir haben Kompressoren, wir haben den Tank und alles ist gemacht mit dem Bügel. Du hast die Recaro-Sitze. Was willst du im Innenraum noch mehr machen? Wirklich, das ist schon absolut krank. Und du hast trotzdem noch diesen kompletten Musikausbau dazu. Und ich habe den schon auf Messen gehört, Leute. Das ist wirklich absolut krank. Es ist richtig, richtig heftig. Ich habe auch schon öfter überlegt, unsere Rückbank auszubauen. Ich finde das halt schon bei einem Messeauto schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, also ich finde auch, das schafft halt noch mehr Platz, um Dinge zu machen. Und ich muss halt sagen, dieses Auto ist halt echt auch Endstufe. Ja, was willst du da mehr machen? Also ich würde sagen, da steckt sehr viel drin und es ist natürlich nicht für jeden jetzt klar, dass man so viel da reinstecken kann, ja, jetzt von den also, Moneten her. Nicht nur Moneten, ey. Auch von der Liebe. Aber selbst wenn du jetzt so kleine Details siehst, die du dir in dein eigenes Auto übernehmen kannst, also ich finde, das ist einfach eine so richtig gute Inspiration. Hier sind so viel Liebe, so viele Ideen stecken hier drin, das kann man sich nicht vorstellen. Vor allem das auch alles wirklich durchzuziehen. Es gibt ja viele, die sagen, ich mache. Junge, keiner macht so richtig. Aber hier ist einfach durchgezogen und wie gesagt, das ist GTI-mäßig Endstufe. Viel geschwärmt, jetzt gibt es nur noch eins zu sagen, wir sehen uns gleich nochmal am Strand.
Das war's schon wieder. Der Tag ist vorbei. Es war ein unfassbar krasses Treffen. Wir haben viele, viele Leute getroffen, auch ein paar Abonnenten. Das war wirklich mal richtig geil, euch zu sehen, mal zu sehen, wie ihr aussieht, mal zu sehen, was ihr für Autos fahrt. Es hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Danke dafür. Ich fand's auch gut, aber es war sehr, sehr warm und ich habe echt, glaube ich, einen Sonnenstich. Deswegen will ich gleich nach Hause. Es ist echt krass, aber wir sind ja auch jetzt echt lange hier. Also Leute, es gibt nur noch eins zu sagen. Stay tuned und wisst ihr, was das Wichtigste ist? Dass das immer nur alles Justins Meinung war und dass er jetzt nicht nackig macht für euch. Talk about quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single deed. If you got what I need, then oh.